Gigas-Kanal. Wir sind hier heute auf den NRW-Cup in Oer-Erkenschwick. Und ja, wir wollen ein bisschen etwas für euch filmen. Ich habe 3 Athleten am Start. Auch weitere GN-Athleten haben noch, also als Coach weitere Athleten am Start. Dazu werden wir wahrscheinlich später noch kommen. Und wir wollen hier einfach ein bisschen, ich sag mal, ein paar Eindrücke von unseren Athleten geben und natürlich auch von der Meisterschaft allgemein. Und wir haben jetzt gerade einen Athleten von mir stehen, Yannick Ra, Bodybuilding bis 102 Kilo und gleichzeitig noch Junior mit 22 Jahren. Wir arbeiten jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier Backstage gerade, beziehungsweise noch nicht Backstage, einen kleinen Formcheck durch, um mal über die Form zu gucken. Wie Kevin schon gesagt hat, mein Name ist Yannick, ich bin 22, bin jetzt seit 4 oder 3 Jahren bei Kevin Coaching. So gut aufgebaut haben wir dieses Jahr. Wir waren letztes Jahr in Polen beim MPC mit knapp 94 Kilo eingewogen, jetzt heute mit 100,5, also 6 Kilo schwerer. Deswegen jetzt schauen, was kommt die Saison. Einiges geplant. Schönen Tag auch. Hier sind wir jetzt mit der ganzen GN-Crew, die ziemlich versammelt ist. Den Heiko, den suchen wir noch irgendwo, aber der turnt hier irgendwo rum. Und wir haben heute den Athleten German Bull, der antreten wird. 90er. Ich wiege 90, er wiegt 90. Er allerdings auf 5% und ich auf, keine Ahnung, 15 bis 20. Trotzdem gut. Ja, trotzdem erster Wettkampf. Wie fühlst du dich gerade? Gerade finde ich mich unheimlich gut. Das heißt, wenn vom Kopf her fehlt, körperlich fit. Klar, mein Magen ist immer voll. Ne? Das heißt, ist ja normal. Muss ich mit dem, muss ich gleich dran arbeiten, so. Aber sonst top. Nervös? Immerhin der Erste. Tatsächlich gar nicht. Nee? Ich hab mir, weiß ich nicht, wochenlang Filme geschoben und hab mich gefragt, wie wird das, ne? Weil es ist einfach so, denke, ohne Witz. Okay, die Posen sitzen, ja? Ich fühl mich wohl. Ja, ich denke mal, da gibt es immer noch Potenzial nach oben, ne? Aber wenn ich den überhaupt drin habe, passt das. Kriegen wir gleich eine Vorschau? Hast du irgendwo einen Formcheck vorher? Den gucken wir uns an. Ja. Okay. Und dann haben wir natürlich Kevin Gepper. Den Kevin Gebhardt und Mascha, die jetzt gerade von der erfolgreichen Welttour eigentlich schon fast zurück ist. Hi! Hat zwischen Platz 2 zuletzt und davor 4 auf den ganzen internationalen hier in Europa ziemlich erste in Libanon. Ja. Erste in Libanon, ganz vergessen nebenbei, kann man ja auch mal machen. Ne? Aber jetzt darf sie endlich wieder was essen. Ne? Ja, also ich bin noch am Ausdehnen. Alle haben heute Athleten vertreten. Wie viel hast du dabei? Ich habe 3. Einen in der Bodybuilding bis 80 Kilo Klasse. Der hat sich genau mit 80 Kilo eingewogen. Den Yannick Ra in der Bodybuilding Klasse bis 102. Und Junioren gleichzeitig, also 22 Jahre alt erst. Und den Thomas in der Men's Physik Klasse. Genau. Gib uns jetzt mal deine heißeste Prognose. Kommt irgendeine Kampfansage, wo du sagst, der reißt's. Ich sag heute 3x Platz 1. Oh, das ist eine Ansage. 3x Gold heute. 3x Gold. Ja, die sind alle geil in Form. Also alle haben Potenzial heute zu gewinnen auf jeden Fall. 3x Gold für Team Gebhardt. Ja. Und sie hat natürlich auch noch Athleten hier vertreten. Eine einzige. Und meine Sarah ist auch dabei. Meine Yvonne, wir haben am Montag haben wir entschieden, dass sie hier startet tatsächlich. Haben alles neu organisiert, neue Schuhe, neue Bikini, neues Posing. Schauen wir mal. Also auch ganz klar Platz 1. Das ist schon brutal gut. Ja. Okay, in den höheren Rängen. Mal sehen. Auf jeden Fall, Sarah ist halt auch mit dabei, ne? Die startet Novice. Ne? Also Newcomer und trotzdem und möchtest du direkt. Wir kommen ja nicht ohne Grund. Das ist mal eine Ansage, ne? Team Gebhardt fürs Reis, was haben wir denn da? Was zu essen? Oha, direkt vorpräpariert. Ich habe ihm gesponsert. Ja, ja. Sponsert bei Freundin. Na gut, und jetzt schauen wir mal rein und mal sehen, was es hier sonst noch so zu sehen gibt. Alle müsste ich dann alle Coaches kennen. Das sind ja nur 3. Mats hat 20 hier. 10. Ja. 10. Der Mann hat 20. Ja, wir haben seine Frau reingebracht, die hat 10 gesagt. Okay. Heute Morgen um 6 waren es noch 74,3. 71,3 so. Ähnlich wie Martin, ne? Ihr rutscht immer von Schuss rein. Genau, aber wir haben Martin schon 90,5 erreicht. Also ein bisschen so durch. Wir waren schon die Ersten hier mit. Weißt du eigentlich, ob wir jetzt gleich hier einfach drin sein dürfen? Oder muss man dann... Letzte hoch. Achso, ihr? Ja. Ey, euch wollen wir generell hier nicht drin haben. Aber wenn wir sagen, mal, wir sind ein Freund von Kalle, meinst du nicht, wir dürfen? Ja, dann darfst du alles, dann kriegst du auch Sekt. Das denke ich mir.
David haben wir auch hier. Der ist jetzt, habe ich ihn erst erwischt, du warst gerade noch Backstage. David ist richtig und nicht David. Ne? David, ja. David Manera. Zuletzt warst du wo? Im Ryder Cup, Augsburg. Ja, und da haben wir ja schon bei den News gesehen, da hast du dir den ersten abgeholt. Ne? Genau, also ersten Platz in The Voice und in der Masters Gruppe. Und heute bist du dann jetzt bei der NRW und beim nächsten Mal noch bei der Dennis, ne? Genau, also mein grüner Abschluss wird dann auf jeden Fall die Dennis James in Frankfurt sein, ja. Okay, mal sehen, ob es auch wirklich der grüne Abschluss dann wird. Wie sind deine Prognosen für heute? Jetzt wollen wir natürlich wirklich was hören. Ja, also ich gebe natürlich mein Bestes wieder, ich gebe wieder Vollgas und ja, ich will natürlich wieder mit ganz vorne dabei sein. Mal sehen. Und du fühlst dich gut? Ich fühle mich auf jeden Fall gut im Viertel. Ja. Vergleich zu der Form beim letzten Mal? Auf jeden Fall besser. Also zwei Wochen liegen ja jetzt schon dazwischen, aber ich habe mich auf jeden Fall auch laut meiner Coaches definitiv verbessert. Und ich wiege, glaube ich, auch schon 2 Kilo weniger als vor 2 Wochen. Und ja, es hat einiges getan. Ganz an die Fülle waren, ja? Ja. Das ist gut. Weil das ist ja immer so eine Sache, wenn man mehrere Wettkämpfe hintereinander macht, geht die Form eher nach oben, nach unten. Da muss man mal gucken. Ja. Vielleicht schaffst du es jetzt so, Dennis, sogar noch in neuer Topform. Ich hoffe es auch. Da sind wir mal gespannt. Ja. Ansonsten, dein Instagram-Account hat sich geändert, ne? Ja, also ich habe meinen Namen jetzt wieder, meinen eigentlichen Namen verwendet. Nicht mehr der Pumping Firefighter, sondern jetzt... So heiße ich noch bei TikTok, Manera. Genau. Ja. Okay, da finde ich gut. Dann schauen wir mal, was du heute so auf die Bühne zauberst. Ja, ich auch. Früher auch schon hier auf der Liste? Nee. Ich war im Frühjahr auch schon hier. Man muss sagen, diesmal viel besser organisiert, alles übersichtlicher. Also im Frühjahr war es eine Katastrophe. Obwohl es sich ganz schön zieht heute, finde ich. Echt? Da warst du früher nicht hier, da ist es 0.30 Uhr. Also das ist heute schnell, wirklich. Wir ziehen echt schnell durch, haben einiges verkürzt auch. Also einfach schneller durchgezogen. Deutlich weniger Athleten da als im Frühjahr, muss ich sagen. Also trotzdem ein starkes Teilnehmerfeld in einzelnen Klassen. Gute Qualität, ne? Genau, gute Qualität, muss ich sagen, dafür. Ich habe jetzt bisher, 2 von meinen Athleten waren dran. Der eine hat die Juniorenklasse gewonnen und in der Männer 4 gerade den 2. gemacht, hinter dem Gesamtsieger, der gewonnen hat. Da kannst du ja an deinen Athleten mal ein Beispiel nehmen, Frau. Wird Zeit. Der war böse, ne? Nee, wird Zeit. Dann habe ich noch den Chris gehabt, der in der Bodybuilding-Klasse bis 80 Kilo auch gewonnen hatte. Der stand gerade im Gesamtsiegerstechen. Gehst du natürlich unter, wenn du Leute hast, die mit 100, 110, 120 Kilo trocken nehmen, bestehen, als 80 Kilo Athlet. Aber wie gesagt, sah trotzdem gut aus. Ja, das haben wir jetzt noch. Jetzt haben wir gleich die Frauen. Deine Athleten ist gleich dran. Katja ist gleich dran. Ist das Physikklasse? Figurklasse. Figurklasse, okay. Fragen ja. Alle, ob die Figur. Ja, aber die sehr muskulös ist, ne? Schon extrem muskulös. Ich hab's extra so runtergeholt noch. Das wäre so ein größerer Kopf. Das wird wahrscheinlich noch sehr interessant. Ich denke mal, die wird ganz vorne mitmischen. Ne? Ich habe jetzt keine. Ich hoffe, die Form ist okay. Die Form sieht gut wie gesagt, aus. Das ist ja der Durchlauf hier für nächste Woche, eigentlich für die Dennis James Classic. Das ist ja nur die Quali dafür hier. Und in Anführungszeichen nur. Für mich war wichtig, dass wir mal ein paar Sachen ausprobieren können. Sie hat ja eine sehr, sehr lange Wettkampfpause gehabt. Durch Corona halt bedingt und durch ihre ganzen Handicaps, die ganzen Operationen, die sie hatte. Beide Bizeps operiert, die Bauchdecke geöffnet komplett und solche Sachen halt. Und trotzdem kämpft sie sich immer wieder vor. Ist schon ein kleines Kampfschwein, die Katja, kann man so sagen. Und wir werden es nachher sehen, wie es die Kampfrichter sehen und wie die Konkurrenz ist. Es ist natürlich auch so ein paar interessante Gäste hier. Der Carlos Thomas Jr. ist hier. Mhm, habe ich schon gesehen. Ne, der Witz ist,
seine Freundin ist eine ehemalige Athletin von mir. Ach krass. Die Ina. Ja. Und die startet auch heute, ne? Ja, sie ist in der Wellnessklasse. Ja. Sie hatte damals immer so ein kleines Problem mit Diät halten gehabt und so, aber scheint sie ja diesmal gelöst zu haben, sonst wäre sie ja nicht hier. Ja. Und der Carlos, der startet bei der New York Pro nächstes Jahr, ist ein riesen Koffer, ein ganz kleiner Mensch. Und ich wollte gerade sagen, der sieht kompakt aus. Sie, und will noch drauf, also er sagt, er muss, er lädt jetzt noch drauf, er ist noch auf und will noch. Na, das sind so interessante Leute, Dennis Schem sowieso für mich. Die alten Freundschaften werden hier gepflegt und die neuen Freundschaften natürlich auch, logischerweise. Und rund um das Paket, jetzt war ja gerade Gesamtsiegerstechen der Männer gewesen. Dort hat der Markus Hoppe den zweiten, also gibt ja keinen zweiten. Ja, aber hat den zweiten. Dominik Wolvers hat, hat das Ding ganz klar gewonnen, seine Klasse klar gewonnen und auch das Gesamtsiegstechen ganz verdient. Ja. Konnte sich gut verkaufen, hat sich gut präsentiert, ist eine Rampensau. Also so wie man einen Bodybuilder sich vorstellt, kommt in Form und rockt das Ding. Ne? Ich denke mal, viele hätten gerne den Markus vorne gesehen, aber da fehlen dann so ein paar Kleinigkeiten halt. Er muss an seiner Präsentation arbeiten, wenn er seinen Körper dementsprechend präsentieren kann. Er ist ein riesen Körper, breite Schultern ohne Ende und alles. Er bringt viele Sachen mit und ich denke mal in Zukunft, er hat einen guten Coach, er ist gut beraten, er ist bei Max Matzen, der den Enrico Hoffmann auch schon gut hingestellt hat. Also jetzt mal an der Stelle kein Beef zu Max, weil die Arbeit kann man auch mal anerkennend erwähnen, auch wenn wir jetzt so sind, wie wir sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut korrekt. Nee, wie du schon gesagt hast, gute Arbeit. Die Athleten sahen jetzt gut aus, also auch der Markus. Aber Dominik hat schon zu Recht gewonnen, fand ich auch. Hat sich in der Klasse nochmal reingedrückt, hatte mir gerade gesagt, hatte letzte Woche auch noch 107 Kilo gehabt wohl. Aber war jetzt wohl das Richtige auch, ne? Der Bauch war super flach, das Posing war gut, die Härte war gut. Also da steht er richtig drin. Genau, finde ich auch, ja. Ja, er hat ja gezeigt, dass er kontinuierlich abliefern kann, auch wenn es jetzt im hinteren Mittelfeld war. Ja. Aber wenn er, wie gesagt, das mit dem Volumen hinbekommt, hart wird er, hat einen breiten Rücken, er bringt viel mit. Er muss halt Muskeln draufkriegen, ja? Ja. Weil bei den Profis geht nun mal ein anderer Wind. Da ist das mit hübsch und knüppelhart und gut, das ist vorbei. Du musst Fleisch bringen und du musst eine gute Form bringen. Und ich denke mal, dass Kevin auf einem guten Weg, weil solange wie man Selbstkritik übt und das erkennt, ich habe das ja in einigen Videos oder in welchen Videos von dir gesehen, dass du dazu mal Stellung bezogen hast, weil das ist ja dann das erste Mal Eier zeigen und wenn man Eier zeigt, geht es auch vorwärts, bin ich überzeugt von. Und das muss das Ziel sein, das ist auch dein Ziel, das ist auch dein Anspruch. Und genau so sehe ich das bei dir. Wenn die entsprechenden Muskeln drankommen, also das Volumen rankommt, dann sehe ich das definitiv bei dir. Ne? Kann ich dir nur zustimmen. Wie gesagt, mir fehlt Fleisch auf jeden Fall. Man muss auch bedenken, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, nochmal ein anderes Kaliber dort. Die Leute können das hier nicht mit regionalen Meisterschaften vergleichen, auch wenn die gute Athleten stehen. Aber wenn du halt mit den Leuten stehst wie Nathan Jescher, die wirklich schon sechs auf dem Mr. Olympia waren und sowas. Die auch Namen haben vor allen Dingen, Geschenke gibt es zu Weihnachten. Ja, in dem Sport gibt es gar nichts. Da musst du dir wirklich alles hart erarbeiten. Und wenn du da den Faden verlierst oder die Kontrolle verlierst, dann hast du verloren. Ist ganz einfach. Ja. Ne? Viele schätzen sich selber falsch ein. Ja. Aber solange wie man sich selber richtig einschätzt, ist alles im grünen Bereich, bin ich der Meinung. Das ist meine Meinung dazu. Ja, wie du schon sagst, ich bin ja jetzt Ende 20. Die nächsten Jahre zählen jetzt halt einfach. Ne? Ich sag mal so, die Höchstleistung hat man wahrscheinlich bis Ende 30. Und dann geht es eher so, wird es eher schwierig. Naja, guck mal. Das ist nicht nur der Stoff. Ja, aber auch mal, wenn es so einfach wäre, die Leute denken, ach, einfach Stoff hochfahren. Ja, jeder hat doch nicht Stoff. Blödsinn. Wenn es so einfach wäre, dann wird ja jeder so aussehen. Wenn du nicht so fressen kannst. Genau. Beim Fressen scheitern ja die meisten. Richtig. Die sind beim Fressen schon limitiert und wollen aber riesengroß werden. Wie soll das funktionieren? Da kannst du dir reindonnern, was du willst. Das funktioniert einfach nicht. Fressen ist das Schlimmste an dem Sport eigentlich, diese Zwangsernährung. Das ist das, was auf die Psyche ballert irgendwann. Ja. Aber das Handeltraining, das ist ja eigentlich das was jeder, Spaß macht. Ja, eben, das kann jeder, denke ich. Da gehst du hin, weil du Bock drauf hast. Ne? Also das, du musst halt dann nur essen, wenn du keinen Bock drauf hast. Das ist die Kunst am Bodybuilding und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ja. Du siehst genau, wer nie eine Mahlzeit ausgelassen hat. Und dann siehst du den Leuten, die nur mit dem Maul erzählen und dauernd einbrechen und immer, ja, ich will und ich konnte und mit so einem Entschuldigungszettel kommen. Und ja, ist ja so. Und das funktioniert halt am Ende nicht. So, also wir haben jetzt hier gerade 16 Uhr, ich würde sagen Halbzeit. Jetzt sind die Bodybuilding-Klassen rum. Ich habe jetzt nachher noch einen Physikathlet. Ich hoffe, da holen wir die dritte Goldmedaille für heute. Was kommt noch? Frauen sind jetzt noch dran. Genau, Frauenphysik, Frauenfigur, Frauenwellness. Bikini ist ganz zum Schluss. Da hat die Mascha noch zwei Athletinnen. Ich denke mal, davon füllen wir auch noch einiges. Und
werden davon auch noch mal Genau. Ja. In diesem Sinne, bis später, bleibt dran. Ciao. Ja, ich bin jetzt durch den Wettkampf. Ja, einmal in meiner Klasse Masters konnte ich ja den ersten Platz belegen und in meiner Klasse B den zweiten Platz. War ein richtig geiles Teilnehmerfeld, geile Athleten am Start gewesen und ja, jetzt bin ich durch, bin auch froh, dass es rum ist. Hat sich lange in die Länge gezogen und jetzt habe ich auch Hunger, jetzt will ich heim, endlich mal was essen und freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, auf die Dennis James Classic, wo ich dann auch meine Klasse oder dann auch meinen, ja, meinen Wettkampf für dieses Jahr dann auch beenden werde. Schöne Fahrt, pass auf ihn auf, ne? Mach ich. Und macht's gut. Ja. Tschüssi. So, ich würde sagen, langsam sind wir durch. Auch mein dritter Athlet hat es geschafft mit der Goldmedaille, wie ich meine Prognose gestellt habe. Alle drei Athleten heute mit Gold nach Hause gegangen, super zufrieden. Auch die Athleten natürlich, ich natürlich auch. Aber wir können für nächste Woche noch einen draufsetzen, würde ich sagen. Und ja, super geile Meisterschaft. War nicht ganz so viel los wie im Frühjahr, muss ich sagen, aber trotzdem qualitativ starkes Teilnehmerfeld. Da würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht schon bei der Dennis James Classic. In diesem Sinne, bis dahin, euch allen noch ein schönes Wochenende. Ciao.